Geistkasten. Ja, hi, ich bin Falk vom Fotomax und ihr habt schon gesehen, ich bin total begeistert von diesem Produkt, was wir euch heute vorstellen wollen, nämlich das Elgato Stream Deck. Und das Elgato Stream Deck gibt es in drei Versionen. Die kleine Version, die normale Version und hier das Stream Deck XL. Ich mache diesen Kanal nicht alleine, sondern ich mache diesen Kanal mit meinem Freund Hardy, der direkt hinter der Kamera steht und der überhaupt nicht verstehen kann, wie man so begeistert sein kann, weil ein Licht an und ausgeht. Aber hey, das Stream Deck ist noch viel mehr als ein einfacher Lichtschalter. Und was ihr damit machen könnt und warum sich das Stream Deck auch total gut für Nicht-Streamer eignet, das erzählen wir euch in diesem Video. Als erstes machen wir ein kleines Unboxing. So. Da ist es, das Stream Deck. Das fällt uns als erstes ins Auge. Sehr gute Verarbeitung. So gummierte Tasten, die sich sehr gut drücken lassen. Also fühlt sich wertig verarbeitet an. Hier hinten haben wir so einen Ständer, den kann man abnehmen. Vielleicht einfach mal, kann man also entweder so benutzen, das Stream Deck, oder in diesem Ständer, der so ein bisschen magnetischen Mechanismus hat. Und hier unten eine gummierte Unterfläche, dass das schön stabil steht und nicht wegrutscht. Also das macht einen sehr wertigen und guten Eindruck. Ansonsten ist in der Packung tatsächlich nicht viel. Wir haben ein Kabel. Wir haben ein Kabel. USB-C auf USB. Und das macht das Stream Deck eigentlich auch so sympathisch und so schön für die Anwendung, weil es ist tatsächlich einfach ein Plug-and-Play-Gerät. Einstecken und Software runterladen und dann könnt ihr wirklich viele, viele Anwendungen machen. Also das Stream Deck ist so viel mehr als ein Mischpult für Streamer. Und wie genau das funktioniert und was man damit machen kann, das werden wir jetzt mal zusammen uns anschauen. Und dafür brauche ich den Hardy. Nun gut, jetzt sind wir keine Streamer und wir sind auch nicht auf Twitch. Also bleibt die Frage offen, was machen wir mit einem Streaming Deck? Und die Frage ist ganz leicht zu beantworten. Alles, was Zeit erspart, wenn wir im täglichen Workflow mit unzähligen Programmen arbeiten, Premiere Pro, Photoshop, Audition, das ganze Sammelsurium, aber nicht nur hier im Kreativbereich, sondern natürlich auch im ganz normalen Büro und im Homeoffice bietet das Stream Deck viele Vorteile. Aber bevor wir jetzt zu den ganzen Vorteilen kommen, vielleicht mal kurz die Frage in den Raum geworfen, was ist denn das überhaupt, ein Stream Deck? Manche würden sagen Buttonbox, andere sagen, es sind Makrotasten. Ich würde es als Box bezeichnen mit LCD-Tasten, die frei belegbar sind und auf die ihr alle Funktionen des täglichen Bedarfs drauflegen könnt. Wir sind jetzt hier im Streaming Deck in der Software, die ihr am Anfang runterladet und nach der Installation seht ihr das. Und ihr werdet begrüßt hier mit einem leeren Screen im Prinzip. Das, was ihr jetzt hier seht, ist einfach das leere Streaming Deck, das ihr jetzt mit euren gewünschten Funktionen füllen könnt. Ja, und die leere Seite, die ist natürlich jetzt auch physisch direkt auf dem Streamback zu sehen. Wenn ich diesen Button jetzt mal ziehe, dann seht ihr, wie er sich bewegt. Und so könnt ihr jetzt hier rechts die Funktionen, die vorinstalliert sind, da direkt rüberziehen. Vielleicht gehen wir da mal ganz kurz durch. Die erste Funktion, die kennen die Streamer ja sowieso schon, das ist OBS Studio. Das ist das Studio, das wir jetzt hier gerade auch für die Aufnahme verwenden. Gefolgt von weiteren Funktionen, wie zum Beispiel Twitter, YouTube oder auch Twitch. All diese Tools könnt ihr jetzt einfach in euer Stream Deck ziehen und verwenden. Und vielleicht eins der Hauptkategorien, die findet ihr hier. Das ist das, was ihr am häufigsten verwenden werdet. Ihr habt hier zum Beispiel die Möglichkeit, eine Webseite anzuklicken. Ihr könnt ganz normal Hotkeys verteilen. Meinetwegen in Premiere Pro, wenn ihr irgendwie einen Standard-Shortcut habt, um Dinge auszuschneiden, dann könnt ihr das hier drauflegen. Ihr könnt Dateien öffnen. Und so weiter. Ein Zoom-Plugin habe ich schon installiert, da gehe ich später noch drauf ein. Das ist sehr interessant, vor allem für alle, die momentan im Homeoffice sind und von Homeoffice aus Teams oder Zoom benutzen und sich regelmäßig darüber aufregen,
dass die Tastenkombinationen überall unterschiedlich sind, die ihr euch merken müsst, um das Mikro zum Beispiel zu muten und da durcheinander kommt. Aber das zeige ich euch später noch. Das Coole am Stream Deck ist, dass ihr nicht beschränkt seid auf die Funktion, die ihr hier gerade seht, sondern im Prinzip könnt ihr das Stream Deck ewig lange verwenden, weil es immer wieder weitere Funktionen gibt, die hinzukommen von anderen Herstellern und so weiter. Deswegen im Prinzip kauft ihr euch das Streaming Deck einmal und ihr erweitert es immer wieder durch neue Funktionen. Das ist schon ziemlich cool. Und die weiteren Aktionen, Actions hier genannt, oder weiteren Funktionen, die findet ihr hier unten. Und hier könnt ihr nach Begriffen suchen, nach Tools suchen, die euch interessieren, oder geht einfach mal die Liste durch. Seht ihr hier schon. Also wie bekommen wir jetzt irgendeine Funktion auf Stream Deck selber? Das ist total einfach. Ihr nehmt einfach die Funktion, zieht sie rüber und zack, schon fertig. Das war schon alles. Jetzt habt ihr den Button schon links auf eurem Stream Deck drauf. Hier zum Beispiel eine Webseite. Da gebt ihr jetzt einfach eine ein. Ich nehme jetzt mal hier Google. Schon seid ihr fertig. Jetzt drücke ich hier drauf und es öffnet sich die Webseite. Ich zeige euch jetzt mal mein Profil, das ich eingerichtet habe. Das ist nämlich total praktisch. Ihr könnt hier oben nämlich sogar verschiedene Profile einrichten und die wechseln. Meinetwegen, wenn ihr Familienmitglieder habt, die auch das Streaming Deck verwenden, aber für andere Zwecke, dann wechselt ihr einfach das Profil. Und das ist jetzt das, was ich jeden Tag bei mir in der Arbeit verwende. Und ihr seht schon oben, ich habe hier Ordner angelegt für Premiere, Lightroom und so weiter. Auch Zoom ist dabei. Und Ordner ist eine total praktische Sache. Denn jetzt habt ihr bei dem Stream Deck XL ja schon einige Button. Habt ihr das kleinere Stream Deck, habt ihr schon weniger. Ne? Und wenn ihr jetzt viele Funktionen habt und wollt die alle da reinkriegen, dann helfen euch Ordner. Im Prinzip könnt ihr mit den Ordnern so viele Buttons anlegen, wie ihr wollt. Einen Ordner legt ihr an, indem ihr hier einfach einen Ordner erstellt. Den zieht ihr darüber. Und durch einen Doppelklick könnt ihr hier reingehen. Dann habt ihr eine neue Oberfläche und könnt diese leeren Flächen natürlich wieder mit neuen Funktionen belegen. Zurück in die Hauptebene kommt ihr einfach durch einen Klick oben auf den Pfeil. Der Pfeil ist immer da, den braucht ihr auch zum Navigieren, der klaut euch natürlich ein Feld. Aber wenn ihr das Stream Deck XL habt, dann habt ihr natürlich überhaupt kein Problem und genug Button über. Also wieso ist das Stream Deck auch für Nicht-Streamer geeignet? Das zeige ich euch jetzt anhand von drei praktischen Beispielen. Unser erster Workflow ist für alle Content Creator und Fotografen und Kreative geeignet. Als Beispiel für unseren Workflow für Premiere Pro und den Videoschnitt habe ich hier einen Ordner angelegt, nur für Premiere Pro und eben alles, was zu Premiere Pro dazu gehört. Alle Funktionen habe ich hier schon mal vorbereitet. Und diese decken im Prinzip alles ab, was ich für den täglichen Gebrauch beim Schneiden, beim Cutten, Photoshop, alles, was mit Video, Schnitt und Audio zu tun hat, fügt sich hier zusammen. In kurz habt ihr hier die Möglichkeit, mal eben Premiere Pro zu starten, genauso wie After Effects, das brauche ich jedes Mal, und den Media Coder. Im Prinzip einfach Button, die Programme, die ich brauche, schnell öffnen. Ihr könnt aber auch Shortcuts zu Ordnern machen, die ihr jeden Tag braucht. Hier zum Beispiel haben wir einen Ordner TechTube, da liegen unsere Videos drin und da komme ich ganz schnell eben an den Ordner ran, ohne dass ich jetzt irgendwie erstmal den Finder oder bei Windows den Explorer öffnen muss, mich dahin navigieren muss. Ein sehr großer Vorteil ist allerdings, dass ihr hier sämtliche Shortcuts anlegen könnt, die ihr in den Programmen braucht. Und da kann ich euch sagen, wenn ihr nebenbei 5, 6 verschiedene Programme verwendet und in jedem Programm habt ihr eure eigenen Shortcuts, Dinge löschen, für Dinge einfügen, für Farben auswählen und so weiter, ihr kommt irgendwann durcheinander. Ich kann mir das nicht mehr merken und hier spielt Stream Deck die große Stärke aus, indem ihr eben für jedes Programm einzeln die entsprechenden Shortcuts auf die Tasten hier legen könnt und mit einem Blick seht ihr sie, ihr wisst genau, wo ihr hindrücken müsst und ihr müsst euch nicht mehr jeden Shortcut irgendwie merken und beim Springen zwischen Programmen jedes Mal umdenken, drückt vielleicht auf den falschen, löschten Teil vom Video. Also absoluter großer Vorteil hier beim Stream Deck. Ich habe jetzt hier nochmal einen kleinen Tipp für euch, für alle, die ihre Clips gerne farblich gestalten und davon genervt sind, dann jedes Mal oben ins Menü zu gehen, unter Label und so weiter, hat die Möglichkeit über Stream Deck, über Funktionstastenbelegung, hier die F9, die könnt ihr im Menü bei Premiere Pro einstellen, einfach die Clips durch einen Druck auf ein Stream Deck umzufärben. Sau praktisch. Wer von euch momentan viel in Teams-Meetings hockt oder in Zoom-Meetings, der kennt die Probleme
mit der Bedienung dieser Programme. Wenn ihr zum Beispiel schnell mal euch unmuten müsst oder schnell mal die Kamera abschalten wollt, weil ein Arbeitskollege neben euch steht oder das Kind über euren Schoß krabbelt. Wie kommt ihr am schnellsten eben auf diese Funktion? Und da hilft euch das Stream Deck wieder ungemein. Ich zeige euch das mal am Beispiel eines Zoom-Meetings. Ich habe hier einen Ordner vorbereitet, der wieder alle Funktionen beinhaltet, die ihr hier benötigt. Hiermit starte ich das Programm. Es gibt hier für das Stream Deck ein Plugin für Zoom zum Beispiel und da habt ihr schon vorkonfigurierte Knöpfe, die ihr einfach links in euer Stream Deck reinzieht. Und der erste Knopf zum Beispiel einfach der Unmute-Knopf. Wenn ihr euch stumm schalten wollt, ein Knopfdruck. Ihr müsst nicht mehr im Programm suchen, ihr müsst nicht mehr das richtige Fenster suchen und dann eben die Funktion finden. Genauso verhält sich das hier mit der Kamera. Die kann ich hier ganz entspannt mal eben schnell an- und ausschalten. Und weitere Funktionen gibt es natürlich auch noch. Ich werde es nicht alle hier im Detail vorstellen. Das war jetzt erstmal das Wichtigste wahrscheinlich für die meisten von euch. Aber richtig, richtig gut, einen richtigen Nutzen hat das Stream Deck, wenn es um Screenshots geht. Um Stream Captures. Halt einfach einen Ausschnitt machen, mal eben in einem Zoom-Meeting, weil jetzt gerade wieder eine spannende Folie gezeigt wird, die ihr gerne festhalten wollt. Auch dort kommt ihr eigentlich immer nur über Umwege hin. Ihr müsst erst meinetwegen bei Windows dieses Snipping-Tool anklicken, suchen, habt irgendwo einen Shortcut, müsst da hin, dann verlasst ihr wieder das Zoom-Fenster und so weiter und so weiter. Hier am Beispiel habe ich Greenshot installiert, das ich nebenbei bemerkt nur jedem empfehlen kann. Und ich habe mir eben für Greenshot hier zwei Shortcuts draufgelegt. Einmal ein Screenshot vom gesamten Bildschirm oder zum Beispiel auch einen Ausschnitt, den ich auswählen kann. Und zack, habt den Screenshot gemacht davon. Super praktisch. Die letzten paar Beispiele beziehen sich jetzt auf allgemein Homeoffice oder auch auf der Arbeit. Das Stream Deck kann euch auch hier unterstützen, indem ihr halt einfach Standardfunktionen drauflegt, wie zum Beispiel den Finder öffnen oder zum Beispiel Programme starten. Ich habe hier zum Beispiel auch eine Switch-Funktion. Die hat im Prinzip zwei Funktionen. Beim ersten Mal drücken kopiert sie und beim zweiten Mal drücken fügt sie hinzu. Also quasi Copy and Paste durch zweimal drücken mit einer Taste. Kein Verkrampfen mehr der Finger auf der Tastatur. Und auch hier habe ich natürlich wieder auf meinem Standard-Arbeitsbildschirm Shortcuts für das Screenshot, also zum Aufnehmen von Bildschirminhalten. Es gibt den praktischen Timer, den ihr einstellen könnt, der dann einfach runterzählt. Ihr seht das jetzt hier im Stream Deck. Ihr könnt das Stream Deck hier hell und dunkel machen, das habe ich noch mit draufgelegt. Und natürlich auch Lampen schalten, die ihr in eurem Büro verteilt habt. So, jetzt kommen wir mal zum Fazit. Für wen ist dieses Elgato Stream Deck nun eigentlich geeignet? Das gibt es ja in drei Größen, XL, Normal und das Mini. Und ja, es gibt das Ganze auch fürs Handy. Man kann sich auch fürs Handy irgendwelche belegbaren Buttonboxes machen, mit denen man dann den Computer oder irgendwelche Einstellungen, Shortcuts und so weiter und so fort steuern kann. Aber sind wir ehrlich, so ein haptisches Ding vor uns zu haben, was wir dann entsprechend programmieren können, wo wir unsere ganz individuellen Einstellungen einfach drauflegen können, ist natürlich praktisch, denn das Handy brauche ich ja im Arbeitsalltag. Das kann ich jetzt nicht einfach als Buttonbox dahinlegen und dann bleibt es. Hier habe ich so ein schönes, hochwertiges, haptisches Gerät, mit dem ich einfach all die Dinge machen kann, die ich im Arbeitsalltag brauche und das auch noch durch die Ordnerstruktur faktisch unendlich. Ich war am Anfang echt sehr skeptisch, weil, und da kommt der einzige Kritikpunkt so ein bisschen ins Spiel, das Ding Stream Deck heißt. Ich bin kein Streamer. Ich habe mit Streamen wenig am Hut. Was ich höchstens mal mache, ist ein Livestream für YouTube oder so. Dafür brauche ich jetzt nicht so ein Gerät für ein paar hundert Euro. Aber das ist halt einfach kein Gerät ausschließlich für Streamer. Und das müsste eigentlich Creative Deck oder so heißen. Denn dafür ist es eigentlich gedacht. Es ist für Kreative gedacht, es ist für Streamer gedacht, es ist aber auch für Leute, die einfach ihren Arbeitsalltag erleichtern wollen. Wenn ich das also irgendwie einem 55-Jährigen gebe, der jetzt im Homeoffice sitzt, und dem das erkläre, dann findet er das auch geil. Also, Makel der Name. Stream Deck ist einfach ein doofer Name für ein Produkt, was so viel mehr ist als irgendwas zum Streamen. Der Kollege hat sich verabschiedet, ich verabschiede mich auch. Schön, dass ihr unser Video geschaut habt. Abonniert unseren Kanal, auch wenn wir noch recht neu sind hier bei Photomax, wird es jetzt in Zukunft mehr Technik-Reviews geben, mehr
Tutorials. Und ihr könnt natürlich auch kommentieren und sagen, was ihr gerne sehen wollt. Es gibt in Deutschland schon einige Technikkanäle. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie noch einer drauf sein, sondern wir wollen die ganze Sache schon ein bisschen special machen, ein bisschen besonders, das Ganze mit ein bisschen Lifestyle verbinden. Deswegen, wenn ihr Ideen, Kommentare, Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt es uns gerne hier runter. Ansonsten lasst uns auch gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier beim Fotomax Technikkanal.